Naja, es ist eine große Erleichterung erstmal, dass wir überhaupt hier sein dürfen aufgrund der Waldbrandgefahr. Das war bis zuletzt noch die große Gefahr, dass wir das deswegen jetzt noch nicht laufen konnten. Deswegen sind wir auch dreifach, vierfach froh, dass wir jetzt endlich hier sind. Und was für eine Stimmung. Tolles Wetter und alle in guter Laune, gute Musik, bestens. Die Vorstandsvorsitzende hat verschiedene Aufgaben und im Vorfeld ist es halt sehr viel Organisation. Also man muss eben einfach alle Verträge machen und alles zusammenhalten und so weiter. Und wenn es dann läuft, wenn es dann also so geklappt hat, dann ist das natürlich eine große Erleichterung, eine große Freude. Also es ist schon eine Riesenehre, die Vorsitzende so eines Festes sein zu dürfen. Bis zur letzten Minute noch, also die Abnahme des Festplatzes, es waren ganz viele bürokratische Hürden auch noch und es mussten natürlich auch Corona-Pandemie-bedingte Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Also wir haben wirklich bis vor eine Stunde vor Eröffnung des Festes noch gezittert und gebibbert und alles Mögliche organisiert. Und jetzt ist es natürlich nur noch Freude. Die ist super, die Vorfreude war riesig. Also man ist letzte Woche Montag schon aufgestanden, hat gewusst, jetzt kommende Woche ist endlich das Fest. Und umso näher der Tag dann gerückt ist von Mittwoch, vom Totengedenken bzw. von gestern, von der offiziellen Eröffnung, dann wurden die Nächte immer kürzer, weil man weniger geschlafen hat vor Aufregung und ein Dauergrinsen ist einfach nur noch vorhanden. Die Eröffnung ist natürlich immer ein Highlight. Auf dem Marktplatz vor ganz vielen Leuten zu platzen, dann morgens die Weckrufe, das Abmarschieren vom Marktplatz mit den Böllerschüssen und natürlich dann abends das Festzelt. Nach den offiziellen Eröffnungen kommt es jetzt zu dem Akt, der normalerweise den Honorationen vorbehalten geblieben ist. Gott sei Dank sind wir heute etwas weiter, ein bisschen offener, sodass wir eine Vielzahl von Bürgern, geschätzten und ungeschätzten, nein, das kann man nicht sagen, schwergewichtigen und leichten, wie immer es sein muss, heben dürfen auf den Stein. Und es ist mir eine große Ehre, den ersten Bürger unserer Stadt Wetter, unseren verdienten Bürgermeister Kai-Uwe Spanka, auf den Stein zu bitten. Kai-Uwe Spanka, bitte zum Stein. Unser Bürgermeister Kai-Uwe Spanka. Erlebe. Ho! 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 Ho!